Willkommen. Der Prüfer fragt, stellen wir uns vor in der mündlichen Prüfung, was ist denn beim klassischen Posteingang zu tun? Und damit ist gemeint der Eingang von physischer, von Post, die man anfassen kann. Es geht also nicht jetzt um E-Mails oder Chatnachrichten oder sonst irgendetwas Digitales, sondern es geht wirklich um Briefe. Was ist zu tun? Und der Prüfer erwartet hier eine strukturierte Antwort. Und in der Tat gehen Unternehmen hier auch sehr strukturiert vor, was den Posteingang angeht. Die Quantität hat sicher nachgelassen durch die starke Digitalisierung, aber nach wie vor gibt es wichtige Briefe, die wirklich als Briefe kommen, wichtige Nachrichten, die wirklich als Briefe kommen. Also, was ist das Erste? Hier hilft einfach bildhafte Vorstellung. Ja, also das erste Mal müssen wir die Finger auf die Post bekommen. Das heißt also die Post, damit ist gemeint Briefe, vielleicht auch kleine Päckchen. Diese Post wird entweder abgeholt, und zwar ist damit gemeint, und das ist in der Regel so, dass man einen Lehrling dahin schickt, vom Postfach des Unternehmens. Da wird die Post abgeholt. Viele Unternehmen haben Postfächer. Da wird die Post abgeholt. Oder sie wird entgegengenommen. Ja, zum Beispiel bestimmte Arten von Einschreiben, wie wir es in einer letzten Mindmaps besprochen haben. Einwurfeinschreiben wiederum würden abgeholt werden, aber ein klassisches Einschreiben oder ein Einschreiben eigenhändig kann nur entgegengenommen werden. So, dann braucht es eine bestimmte strukturelle Voraussetzung, um das wirklich hier systematisch zu machen. Und das ist das Posteingangsbuch. Das heißt doch, bei den allermeisten Unternehmen heißt das so, das Posteingangsbuch. Und das Posteingangsbuch kann man manuell führen. Oder man kann es digital führen. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich persönlich bin von dieser Digitalisierung wieder einen Schritt zurückgegangen. Ich persönlich glaube, dass wir das Manuelle, das Schreiben mit der Hand, dass wir das nicht verlieren sollten, dass wir das pflegen sollten. Und wäre das jetzt in meinem Unternehmen irgendwie ein Thema, das wir behandeln müssten, würde ich ein manuelles Posteingangsbuch führen lassen und kein digitales. Ja, das Digitale hat große Vorteile. Ne? Man kann es auch dann in die Cloud stellen und dann kann jeder da reinschauen und so weiter. Aber dieses Manuelle, dieses Schreiben mit der Hand und dieses Unterschreiben ist in meinen Augen wertiger als die Vorteile des Digitalen. Und digitale Dinge können gehackt werden, andere können Zugriff erlangen, was bei einem manuellen Posteingangsbuch gar nicht so leicht möglich ist wie beim Digitalen. Das wären mal so kurz Vor- und Nachteile, falls der Prüfer mal hier ein kleiner Schlenker macht und sagt, hören Sie mal, manuell oder digital, wie sehen Sie das denn? Und dann muss man mit Vorteilen und Nachteilen arbeiten. Nachdem diese Strukturen hier geklärt sind, erfolgt sozusagen der erste Schritt, und zwar Sendungen aussortieren. Das passiert als erstes und ich schreibe jetzt auch mal erstens davor. Denn danach setzt ein gewisser Automatismus ein, dass man nämlich die Briefe durch eine Maschine laufen lässt und um sie zu öffnen. Aber man muss vorher die Sendungen aussortieren, die man nicht öffnen darf. Ja, Sendungen aussortieren, was kann das sein? Persönliche Post. Da steht erst der Name des Empfängers und dann steht da C/O, also schräger O, C schräger O, Care of, zu Händen von, schrieb man früher, dieses CO ist einfach kürzer, zu Händen von und dann steht der Firmenname da. Das ist persönliche Post, die darf man nicht öffnen. Dann gibt es
noch oft die Anweisung, dass man Post an Direktion nicht zu öffnen hat. Also zum Beispiel, ich schreibe es mal in Klammern, Post an Direktion oder Vorstand, wie immer das da heißt. Ne? Ist oft die Anweisung im Unternehmen, dass man diese Post nicht zu öffnen hat. Da will der Vorstandsvorsitzende einfach nicht, dass der Lehrling quasi diese Post lesen kann. Ne? Das sind, je nach Unternehmen gibt es hier unterschiedliche Regelungen. Das, sehen Sie das bitte als Beispiel. Definitiv nicht öffnen dürfen Sie persönliche Post. Das wäre eine Verletzung auch des Postgeheimnisses. So, dann kommt zweitens restliche Post öffnen. Und dieses restliche Post öffnen erfolgt oft maschinell. Na, dann gibt man den Stapel in eine Maschine und die Maschine schneidet die Briefe quasi auf. Der dritte Schritt ist der Eingangsstempel. Auch hier wird eine Maschine eingesetzt in der Regel. Also es gibt kaum Unternehmen, die da wirklich mit der Hand stempeln, sondern da hat man eine Stempelmaschine, wo der Stempel sich auch automatisch umstellt, wenn es denn funktioniert. Ja, also die Briefe, ja, die Umschläge werden beiseite gelegt, die Briefe werden gestempelt. Und zwar mit Datum und Uhrzeit in der Regel. Ja, das kann teilweise auch sehr wichtig sein, wenn es um irgendwelche Fristen geht und so etwas. Und dann wird die Post viertens, Post wird sortiert und verteilt. Na, da kann man auch zwei Schritte draus machen. Sortiert bedeutet nach Zuständigkeit, werden verschiedene Stapel gebildet und danach werden diese Stapel zu den jeweiligen, zum Beispiel Abteilungsleitern, gebracht. Ja, das ist klassisch der Posteingang in einem Unternehmen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.